Mein Name ist Carina Hilfenhaus. Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, Mutter einer 11-jährigen Tochter und lebe in Hessen. 2011 haben meine Symptome begonnen. Also da war ich auf der Rückreise von Ägypten mit meiner Familie, hatte meine 20 Monate alte Tochter in den Armen und wir waren so ungefähr 90 Minuten in der Luft im Flugzeug. Und dann habe ich auf einmal plötzlich gemerkt, wie es mir schwarz vor Augen wurde, konnte eigentlich gar keine Hilfe mehr rufen, weil dann war schon alles weg. Und habe meine Tochter fallen lassen und bin erst wieder aufgewacht. Und die ersten Worte, die ich gehört habe, waren die einer Frau, die gesagt haben, wir haben wieder einen Puls. Also der Puls ist wieder da. Und dann ging es mir 2 Wochen sehr schlecht. Da habe ich mir irgendein Virus eingefangen. Aber danach ging es wieder bergauf und dann hatte ich 4 Jahre eigentlich Ruhe, also gar keine Symptome, bis sie dann im Sommer 2015 wieder angefangen haben. Und die haben angefangen wieder mit Synkopen, also Ohnmachtsanfällen, bis hin zu dem zweiten Herzstillstand, dann tatsächlich auch auf der Intensivstation. Ich war 29 Jahre alt, ich war gesund. Ich habe Tennis gespielt, ich war mitten im Leben gestanden und auf einmal kommt so eine schwere Diagnose. Das war so ein bisschen für mich, das kann irgendwie nicht wahr sein. Also das war so, glaube ich, so dieses, ist es wirklich so? Diese 2 Herzstillstände waren tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dass die Ärzte gesagt haben, meine Überlebenschance besteht nur darin, wenn wir einen Herzschrittmacher implantieren. Er aber auch ganz klar gesagt hat, es ist ihre Entscheidung. Er befürwortet einen Herzschrittmacher, aber es ist ihre Entscheidung. Und letztlich war es so, dass ich mich ja für den Herzschrittmacher entschieden habe. Hat ganz viele Jahre gedauert, bis es wirklich so weit war, dass ich nicht gesagt habe, das ist nicht mein Feind, sondern das ist mein Freund, das ist mein Lebensretter. Man ist am Anfang ganz, ganz verunsichert, was darf man nicht. Und man kriegt zwar so eine kleine Broschüre aus dem Krankenhaus mit, aber die Erfahrung, die bekommt man erst in seinem Alltag, weil jeder hat so seine Schwerpunkte. Aber ich glaube, und das glaube ich wirklich aus dem tiefen Herzen ist, also wenn man wirklich angenommen hat und verstanden hat, dass er zu einem gehört, dann wird das alles positiv sein. Also dann gibt es keinen Zweifel mehr. Wenn Menschen einen Schrittmacher brauchen, dass sie sich mit Leuten unterhalten, die einen haben, vorher. Also die wirklich aktiv auf die Suche gehen, um einfach Erfahrungen zu hören. Zu hören, an welche Grenzen sind andere Menschen gestoßen? Was ist im Alltag anders? Was kann ich nicht? Und eben sich nicht immer nur auf diese Arztmeinung zu berufen, weil natürlich ist es so, dass der Arzt alles Schulmedizinische abhandelt. Aber dann endet diese Geschichte und die eigene Geschichte, die geht mit der Psyche weiter. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen verstehen müssen, dass es da einfach viel, viel mehr Unterstützung braucht als in diesem einen schulmedizinischen Bereich. Und das ist das, was ich, glaube ich, wirklich anderen mit auf den Weg geben möchte, auch jüngeren Menschen, dass sie nicht alleine sind, dass es Menschen wie mich gibt, die auch leben seit 5 Jahren damit und die dann in 5 Jahren einen neuen eingesetzt bekommen. Und es gibt Firmen wie Medtronic, die nicht aufhören zu forschen und die den Anspruch haben, dass es weitergeht und die, wie ich jetzt auch sehe, einen nicht alleine lassen. Ja, ich jetzt tatsächlich auf diesem Weg bin, dass ich ja durch meine Liebe auf den zweiten Blick zum Sport, zum Laufen und zum Fahrradfahren meine eigenen Grenzen jetzt austesten möchte. Also ich möchte wirklich austesten, wie weit geht es denn überhaupt mit einem Schrittmacher? Ich habe, glaube ich, diese Aufgabe und meine Geschichte bekommen, um dass ich diese Kraft aufschulter, dass ich das für diese Menschen da draußen machen kann und einfach gucken kann und ihnen auch das Vertrauen zurückgeben kann in ihren eigenen Körper, weil das habe ich sehr, sehr lange nicht gehabt. Heute bin ich so dankbar. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin, dass
ja, dass diese Forschung so weit gekommen ist, dass Menschen wie es wie mir das ermöglicht werden, mit so einem kleinen Gerät einfach weiterleben zu können und vielleicht genauso alt zu werden wie jemand anderes auch.